Hey, Milo. Was machst du denn da? Naja, bereit für einen Würfel. Gibt wahrscheinlich wieder unzählige Kommentare. Nee, ganz im Gegenteil. Es wurde über die letzten Wochen immer weniger. Jetzt gibt's gar keine mehr seit 2 Wochen. Und das Beste ist, 2 Studenten haben sogar herausgefunden, dass sich unsere Noten, die wir hier bei Spox machen, mit denen von den ganzen großen Redaktionen, zum Beispiel dem Kicker, eigentlich komplett decken. Ergo machen wir alles richtig. Es gibt also keinen Grund mehr zu würfeln. Na, was machen wir jetzt? Ja, da gibt's eigentlich nur noch eins zu tun. Servus, Mikey. Sag mal. Fabi. Ja, Mikey, du bist doch Franke, hä? Das stimmt, ja. Das stimmt dich. Du weißt ja jetzt, Relegation wartet jetzt Frankfurt gegen Nürnberg. Wir würden das gerne im Vorspiel machen und du könntest quasi deine Region vertreten. Hast du Bock? Ich als Franke quasi. Du als Franke quasi. Als Lokalpatriot. Ja, selbstverständlich, Fabi. Also wenn der erste FC Nürnberg ruft, dann kann man ihn natürlich nicht warten lassen. Finde ich großartig. Los geht's mit dem Relegationsspiel. Euphorisiert von seinen Saisontreffern. Und die Führung! Das Niklas Füllkrug! In Form. Yes! Torwart-Eck. Das ist ja furchtbar, was der Radetzky da macht. Ganze Saison der Rückhalt schlechthin. Jetzt patzt er ausgerechnet hier. Schlimm. Schlimm sowas. Fehler muss man entzwingen. Das heißt, ich gehe jetzt auf Elfmeterschießen. Stimmt. Und ich gehe aus 2-0. Ja! Da ist es! Da ist das Loch. Da ist das Loch. Fußballgott Pollack. Mit dem 2-0. Wunderschön herausgespielt. Da ist halt einfach, da siehst du die Lücke und die wird genutzt. Eiskalt macht er den. Abseits. Boah, was für ein Reflex von Schäfer. Das gibt es gar nicht. Der packt seine ganze Erfahrung aus und Chandler, der Ex-Klubberer, scheitert der hier. Am Ex-Teamkollegen. An der Katze Schäfer. Nürnberg verwaltet nicht. Man will nochmal einen Treffer, aber jetzt könnte sich das rächen. Könnte sich das natürlich rächen. Und? Wow! Das ist doch nicht die Möglichkeit. Das ist ja nicht die Möglichkeit. Ach. Ja, Ben Hatira kann es nicht fassen. Das muss es doch gewesen sein. Ein Blum. Ja. Erobert sich den Ball. Beste Ausgangslage fürs Rückspiel für den FCN. Ja, wichtiger 2-0-Sieg. Das ist dann doch am Ende überraschend in dieser Deutlichkeit und vor allem in der Spielweise. Ja, sieht nach 3 Absteigern aus der Bundesliga aus dieses Jahr. Mit einer schnellen Rückkehr für den ersten FC Nürnberg.